Weil zwischen dem Bildschirm hier gucken ist ein bisschen schwierig. So, es gab ein paar Erfahrungspunkte wegen freier Fahrt. Coole Sache. So, schauen wir mal. Wie gesagt, diese Tour fahre ich noch. Und bis nach Polen runter. Und dann ist es sozusagen für mich auch schon Feierabend. Zumindest für diesen Stream. Ich werde noch kurz ein bisschen in Minecraft reingucken. Wie gesagt, Uwe, wenn du möchtest, kannst du gerne auch mal bei uns aufs TS kommen. Bist herzlich eingeladen von mir. Und da können wir auch so mal kurz ein bisschen zusammen schnacken. Nach Ort. Eventuell, wenn du möchtest. So. Eselchen, wie geht's dir denn? Von dir hatten wir auch schon lange nichts mehr gehört. Mal so nebenbei. Wie weit bist du denn eigentlich, Uwe, mit meinem The Last of Us Video? Ich habe ja gemerkt, du guckst das ja gerne. Und es freut mich auch sehr, dass das jemand auch sehr gerne guckt und der das auch so zum Ausdruck bringt. Und wie soll ich sagen? Uiuiui, 50, 50. So, Tempomat 56, na okay, passt schon. Rote Ampel, die mag ich nicht. Ich mag die roten Ampeln nicht. So. Ja gut, don't. Nicht lesen und fahren, das stimmt. So, hier rechts rum. Und, hä? Ach nee, hier hinten. Ach, Ikea. Jetzt IK ist Ikea nebenbei. Also die sind so nett anzufahren und die Sachen zu beladen. Es ist Wahnsinn. Joe, pass auf, wollte ich sagen, kein Problem. Hast du TS3, denn Teamspeak 3 denn drauf bei dir? Part 32, nur nicht schlecht. Und hast du noch so 2-3 Folgen vor dir? Ja, spät Eselchen. Eselchen, schlechten Leuten geht's immer gut. So, wo wollten wir denn hin? Wir wollten nach Polen runter. Also Uwe, wenn du TS3 drauf hast, kann ich dir die Daten geben, ist kein Problem. Das kriegt man hin. So, was? Wieso, ich war verschollen, ich war nicht verschollen, ganz und gar nicht. Also ich war immer fleißig die ganze Woche im TS. Ich habe nur meinen Skype zurzeit nicht an. Und Alfie, ja, Alfie hat zurzeit, also auf Computer keine richtige Lust, sagen wir mal so. Und das ist ja nicht so schlimm. Er tut ein bisschen das Wetter genießen, muss auch sehr straff arbeiten. Du hast TS3 drauf, na warte mal. Dann gebe ich den Dusch mal kurz hier, macht man eigentlich nicht. Handbremse reinlegen und dann schicke ich dir mal ganz kurz die Adresse. Das ist übrigens die Adresse hier. Die gibst du ein und du musst dich einfach einloggen und ich warte auf dich, weil ich muss dich nachher ziehen. So. So. Da kommst du einfach rein und ich ziehe dich runter. Jo. Ich bin mittlerweile im Test drin. Also wenn du willst, kannst du jetzt gerne kommen. So ist es ja nicht, ne?
Wie du merkst, ist ein bisschen Verzögerung drin, je nachdem, was die Sache und was geschrieben wird, aber das ist ja nicht so schlimm. Dum, 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 dum. So. Dum, 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 dum. Ich warte, wie gesagt, auf dich, denn so, gehen wir zumindest mal kurz ins Spiel zurück. Denn dann sehen die Leute auch mal live bei mir. Und wir können generell so noch ein bisschen mal zusammen schnacken. Kein Problem, kein Problem. Der Esel kann auch dazu kommen, wenn ihr möchtet. Anderthalb. Wo ist, wer war denn der Halbe? Da ist er, du Uwe 100, dann zieh ich gleich mal runter. Ich muss mal kurz ein bisschen switchen. So, da ist er. Muss nur noch sein Mikro einstellen, dann kann er hier loslegen. So, der Esel kann auch dazu kommen, wenn er möchte. Du mal das mal ein bisschen hier rüberlegen. Ist er wieder raus? Herrlich. Na gut. Mal ein bisschen weiterfahren hier. Ich habe das TS nebenbei offen. So ist es ja nie. Da ist er wieder. Ach Mensch. So, jetzt kann er reden. Und zwar ziehe ich ihn jetzt. Da ist er. So, ja, Servus. Oh mein Gott, bin ich blöd, ey. Ach Quatsch. Ich hab Mach nämlich den. ganz am Anfang habe ich mein scheiß Mikrofon rausgesteckt, weißt du? Oh Mann, ey. Bis ich das gemerkt habe, sind erstmal 2 Minuten oder so vergangen. Es musste eben nur, es musste aber eben den Spielsound bei dir ausschalten vom Livestream, weil da kommt nämlich alles verzögert an bei dir. Ja, Und habe dann ich hörst du dich mitbekommen. im Ich habe Stopp. es gerade gemerkt. Ich hoffe, man hört es jetzt nicht so. Ist nämlich Nee, doch nee, schon nee, nee, gut, nee, gut. nee. Und ja, ich habe natürlich auch wieder meinen berühmten Ventilator im Hintergrund laufen, also falls du den hören solltest, tut es mir leid. Nee, den höre ich auch nie. Aber das ist schön, dass du den Weg hergefunden hast, Mensch. Finde ich recht klasse. Freue mich Ja, richtig. ich habe heute freie Bude, weißt du, und ich habe echt Langeweile gerade im Moment und ich weiß eh nicht, was ich gerade machen soll. Ach so, da hast du gedacht, ja, dann kann man ja mal den Blood Ja. tracken, mal zugucken, wie er besoffen fährt oder wie. Ja, übrigens, schmeckt der Wein? Der Wein schmeckt gut, ne? Das schmeckt richtig gut. Ja, sonst hättest du wahrscheinlich Das. nach dem ersten Schluck ausgekippt, wa? Ja, das stimmt. Nee, wir haben auch richtig einen guten Wein, meine Frau und ich, von letzten Jahr noch, haben wir letztes Jahr gekauft, vom Weinhändler. Und da, wie gesagt, meine Frau schwanger ist, oder schwanger war, konnte sie ja nichts trinken und ist der Wein so lange stehen geblieben. Ach, da Und ein musstest richtig guter Wein vom Weinhändler und da musstest der du ein hält schon bisschen sehr was lange. trinken, oder? Sozusagen, ne? Nee, das nicht, um Gottes Willen. Nee. Ich hab leider erst vor einer Dreiviertelstunde erfahren, dass ich dann die Bude heute Abend für mich allein habe. Da wollte ich eigentlich auch aufnehmen, weil ich jetzt ETS2 schon etwas länger nicht mehr gemacht habe. Das Problem ist jetzt, ja, dann habe ich dein Video gesehen von deiner Ankündigung auf dem Livestream und da habe ich gedacht, ja, scheiße, ne? Ich habe mal Bock, eigentlich zuzugucken. Und ja, jetzt mache ich ETS2 einfach morgen wieder. Morgen ist ja eh Sonntag, von dem her, ja. Eben, genau so ist das. Ich hatte eigentlich auch vor, erst aufzunehmen, aber am Wochenende ist immer so eine meine Livestream-Sache, wenn es gerade so technisch und familienmöglich ist. Und da gibt es bei mir eben dann immer mal so verschiedene Livestreams. Kommt immer drauf an. Und heute ist eben mal ETS dran, weil ich noch richtig Bock auf ETS-Livestream habe.
Anspruch, mal den auch mal hier weiterzukommen. Ja, weil das Leveln ist halt schon ziemlich schwer. Ja, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, es macht schon Bock, da zuzugucken. Auch wenn es irgendwie, es ist total banal, jemand anders beim Zocken zuzugucken. Weißt du, was ich meine? Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so unterhaltsam. Gerade beim LKW-Fahren. Nee. Weißt du, jeder aus meiner Familie sagt, der LKW, das ist voll langweilig und so. Was machst du damit, weißt du? Aber man muss es halt irgendwie mögen, ne? Das stimmt, das stimmt. Der Esel ist auch da, ist schön. Der Esel kann auch nach unten kommen, oder? Da kann selber switchen. Das geht so nicht hier. Nee, also, wie gesagt, es freut mich total, dass es endlich nach langer Zeit, hat man uns schon mal ausgemacht, so viel ich noch weiß. Vor 2 Jahren irgendwann mal. Na genau. Also, wie gesagt, ich habe dich nie deabonniert, weil ich mir dachte, der kommt bestimmt wieder. Das finde ich cool. Ich bin auch so überrascht gewesen, als ich dieses Infovideo hochgeladen hatte. Da hatte ich innerhalb von, keine Ahnung, einer Stunde oder so, hatte ich dann 14 Aufrufe und so. Und da haben wirklich irgendwie schon 4, 5, 6 verschiedene Abonnenten geschrieben, die mich nicht deabonniert haben, die ganze Zeit nicht. Und das fand ich so mega geil, gell? Das hat mir ja, so einen Motivationsschub gegeben. Das war cool, ey. Glaub ich dir. Wie gesagt, das war ja selber, ich saß gerade am Kaffeetisch, weißt du, weil ich nach der Arbeit. Ja. Und dann krieg ich die E-Mail, der Uwe 100. Und dachte, was? Wie jetzt? Wie jetzt? Das ist ja, da war ich immer sprachlos. Meine Frau, was ist denn los mit dir? Ich sag, du, der Uwe ist wieder da. Sagt sie, was? Echt? Sag, na klar. Ach, ist ja geil. Dann haben wir uns gleich zusammen die Infovideo angeguckt, weil meine Frau damals deine Videos auch schon gerne geguckt mit. Weißt du? Echt, das ist und, genial. Ne, ne. Und deswegen haben wir gesagt, klar, komm, guck mal rein. Und da war ich selber sehr überrascht und wirklich sehr froh gewesen, dass du den Weg vom Let's Play noch nicht ganz aufgeben musstest. Ja, ich auch, weil ich hab's wirklich vermisst. Also war eine harte Zeit jetzt das letzte Jahr vor allem. Jo, hallo. Es geht tatsächlich. Seit wann? Das ist aber neu jetzt, oder? Nein, die VIP-Leute, also sprich, du bist da schon länger mit bei uns dabei, die haben das Recht, dass sie es machen dürfen. Ne, aber ich hab das sonst, bin ich der Meinung, ging's nicht. Da musste ich gezogen werden. Oder war das nur für die oberen Räumlichkeiten? Das waren nur die oberen Räumlichkeiten. Also alles, was so Admin-Bereich ist, das nicht. Dann geht das nicht. Ne, das erklärt's jetzt. Okay. Mein Fehler. Tag. Los! Jo, Uwe, das ist das Eselsohr. Ist ab und zu mal in meinen Minecraft-Videos ist es zu sehen gewesen. Das habe ich übrigens meinen Lehrling noch immer noch bei Saumkraft. Ist, vor allem ist es zu sehen gewesen, ne? Ist es. Ja. Sozusagen, ne? Genau. Ja, cool. Ja, gut, Minecraft, ich muss ganz ehrlich sagen, deine Minecraft-Videos habe ich. Anfangs, ich habe es versucht mir anzutun, aber ich bin halt eben nicht so ein Minecraft-Fan. Ich habe es natürlich eine Zeit lang selber gern gespielt, aber ich habe so schnell den Draht dazu verloren. Ja, das tut mir wirklich leid. Ach Quatsch, musst du nicht leid tun. Du, Minecraft ist einfach nicht jedem sein Ding. Und ich muss auch nicht jeden Minecraft, muss auch nicht jeder nicht unbedingt jetzt antun, nur weil den Let's Player gucken möchte. Ganz im Gegenteil, es soll immer das hier auch gucken, was gerne gucken möchte. Und bei mir gab es auch mal eine Zeit lang gar keine Minecraft-Videos. Ich glaube, das war sogar nach der letzten Reihenfolge von 164 Eselsklubbe, ne? Ja, ne? Da hat bestimmt glaube ich gar keine Minecraft mehr gespielt. Da hattest du auch schon angekündigt, dass du da erstmal Pause machst, ne? Eine ganz dicke Pause machst, weil du wurdest regelrecht dazu genötigt und das musste dann ohne sein, weißt du? Und da hatte ich auch keine richtige Lust mehr. Aber wie gesagt, jetzt siehst du ja, es sind mittlerweile schon fast 100 Folgen draußen von Minecraft. Und es ist noch viel Potenzial offen. Und ich mache das auch tierisch Laune, gerade was die Technik betrifft. Macht tierisch Laune und es gibt verdammt viel zu arbeiten und zu machen und es funktioniert doch gerade mal. Na, es ist ja nicht so, dass es sozusagen nur rumkräst wie beim letzten Mal und deswegen, ja. Ja, und nebenbei, wie gesagt, wie du schon angekündigt hast, in deinem letzten geilen ETS-Video, ne, da war ich halt auch total überrascht. Danke dir deswegen nochmal, ne, also. Ja, Alter, du hast mich auch erwähnt. Dieses Alter kam mir total respektlos, tut mir leid. Das macht es, alles gut. Du hast mich auch erwähnt und das total ohne. Du hast mir geschrieben, dass du das gemacht hast in deinem nächsten ETS 2-Video und das war total für mich total überraschend, weißt du? Und da habe ich gedacht, irgendwie muss ich mich dafür revanchieren. Ja, ich habe dann auch gedacht, das toppst du dann, indem du seinen Namen auch noch im Titel erwähnst, weißt du? Und ja, nichts zu danken. Ich danke dir.
Ach, alles okay. Gut, Let's Play und du gerne unterstützen. Und wie gesagt, dass wir damals schon immer mal was zusammen machen wollten, ist. Was jetzt? Na, ich musste bremsen, ich habe da einen von verpasst. Hä? Das habe ich gerade gar nicht mitgekriegt. Warte, bin ich irgendwie zeitverzögert, so extrem? Ja, das ist die Zeitverzögerung. Warte mal, bei mir hast du auf deinem Navigon noch knapp 600 Kilometer. Nee, sind es nicht mehr. Also Das ist 502 durch die. steht bei mir noch drauf. Na ja, gut, da bin ich ja fast dran. Dann bin ich ja fast dran. Okay, ich habe Das dir ist, jetzt gerade. wirst du gleich sehen. Weiß nicht, wie du das mehr Das bist. ist. Naja, das ist eben 16.000er Leitung. Ich habe zwar einen doppelten Upstream von knapp 2 MB, aber oder 2 Megabit. Deswegen geht auch die Livestream, aber halt nur verzögert. Ja, Und das das ist. kann je nach Spiel bis zu einer Minute, 1,5 Minuten dauern, Aber es ist doch bis so. im Endeffekt das ankommt. Ah, okay. Ja, ich weiß, ich kenne mich mit Livestream und so überhaupt nicht aus. Habe ich noch nie versucht. Ich hatte auch nie wirklich die Interesse dran, aber jetzt mittlerweile, also ich finde wirklich, ich finde es irgendwie cool. Das flasht mich ein bisschen gerade. Okay, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich es, ja. Aber Na, siehst du, ist es doch gar sauber nicht so stehen lang. geblieben. Hauptsache sofort Warnblinklicht rein, weißt du? Das stimmt schon. Ja, du musst aufpassen. Hier im Multiplayer auf dem Server musst du aufpassen, weil wenn dich ein Admin erwischt, ich muss stehen bleiben. Wenn dich ein Admin dabei erwischt, kann es passieren, dass du gebannt wirst oder gekickt wirst für eine gewisse Zeit. Oder ganz, ganz gebannt wirst. Also wenn du hier die Verkehrsregeln nicht einhältst, bist du ganz dicker am Arsch. Ah ja, gut. Also wenn sie dich dabei erwischen auch noch, ne? Also das ist das Nächste. Ja, also gut, wenn ich. Also ich meine, in meinen Let's Plays fahre ich eigentlich so gut wie immer nach Verkehrsregeln. Du weißt ja, ich versuche so ein bisschen sachlich zu halten und so. Ja, ich denke, damit Du werde ich eher. versuchst so gut wie immer, du hältst dich ja wirklich mehr als dran an die Verkehrsregeln, ne? Also. Ist wirklich so, ne? Manchmal schäme ich mich dafür auch, weil ich so extrem langsam unterwegs bin. Manchmal, ich halte da wirklich. Ich fahre da mit 61, weißt du, auf der Landstraße. Und denk mir dann, okay, scheiße, was machst du da eigentlich? Jetzt fährst du die nächsten 300 Kilometer so, beziehungsweise 200, weil ich ja noch nicht die 300 Kilometer auswählen kann. Aber trotzdem, manchmal schäme ich mich echt dafür. Ach Quatsch! Du machst dich, du, hör auf. Also ich in das ist, was ich schon mitgekriegt habe, du machst dich in deinen Videos immer total schlecht. Ich weiß auch nicht. Also es gibt gar keinen Grund dazu. Das ist halt, ne, das ist. Ich habe heute Morgen, habe ich Underground wieder aufgenommen, Need for Speed, ne? Jetzt, wo du es Na? gerade sagst, mit dem Schlechtmachen, heute, also heute war echt der Wurm drin. Deswegen habe ich heute auch nur zwei Parts gemacht davon. Weil, ohne Scheiß, also warte mal, ich muss mal nachgucken, was für Parts das sind. Das wären Part 15 und Part 16. Also auf die kannst du dich schon mal freuen, weil da echt nur Scheiße passiert. Ohne Scheiß, Das echt. kenne ich. Das Dann ist kannst du eh dich. brutal. Ich bin mittlerweile so viel am Aufnehmen, aber irgendwie. Ja, am Hochladen hapert es gerade ein bisschen, weil ich nicht weiß, wie viele Videos ich am Tag hochladen kann. Also ich meine, können tue ich schon. 4, 5, 6 Videos, glaube ich, würde ich schaffen, aber ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Naja, ist es wird in den Anfangszeiten, so wie du es jetzt hast, wird es reichen. Also gerade so die Veröffentlichung, wenn du so zwischen 2 und 4 Videos am Tag so maximal 4 bleibst, reicht es aus, weil musst du nicht die Leute gleich wieder überfluten damit. Die müssen sich ja, Das ist sonst so. gewöhnen sie sich nämlich dran, weißt du? Ah, genau, Und das. das darfst du nicht vergessen. Ja, genau, deswegen. Darüber mache ich mir gerade extremst Gedanken, weil ich habe jetzt aktuell, ich glaube, sieben oder sechs Parts von Underground oben und habe aber schon bis Part 16 aufgenommen, weißt du? Das ist auch nicht Das schlecht. macht er nicht. Das macht er Ja. nicht. Also hochladen kannst du ja immer, ne? Nur halt die Veröffentlichung solltest du dir versuchen, in Zeitplan zu setzen, in persönlichen, schaffbaren Zeitplan, ne? Also den du wirklich selbst auch schaffst. Gerade wegen Aufnehmen und so, weißt du, dass du ein bisschen Vorlauf hast, solltest du, wie gesagt, nicht maximal als 4 Videos am Tag bei deinem, was du gerade freigibst, also ich 2 ETS und 2 im Underground zum Beispiel, mehr solltest du gar nicht machen, weil sonst gewöhnen sich nämlich die Leute dran. Und dann Ja. wird es richtig mies. Wenn dann immer weniger kommt oder gar nichts mehr, dann denken sie, ach, du hast keine Lust mehr und so, weißt du. Ja, da gebe ich dir recht, da gebe Ich ich dir recht. weiß, ja, ich weiß zwar, wie es ist, deswegen habe ich mir einen Plan gesetzt. Bei mir gibt es montags und donnerstags gibt es zurzeit noch The Last of Us. Dienstags und freitags gibt es bei mir Minecraft und mittwochs gibt es bei mir ETS. Und ab und zu dann, je nachdem, gibt es vielleicht mittwochs mal noch ein Eingespielt von dem irgendeinem Spiel. Wenn ich mal Lust drauf habe, weißt du.
Aber umsonst, das ist eben mein Plan und der geht auch immer gut auf, weil du hast ja 3 Spiele, die du maximal spielst. So kannst du bei der Woche Vorlauf aufnehmen oder 2 Wochen und da hast du auch mal, kannst auch mal eine Woche ausfallen lassen, einfach mal eine Woche Siesta machen, wirst du. Also zeitplantechnisch, ich bin da. Ich bin, das ist wahrscheinlich mein größtes Problem. Ich bin nämlich übertrieben spontan immer. Ich nehme immer dann auf, wenn ich gerade Bock habe. Und beim Das soll es Hochladen ja auch mache ich es immer sein. so. Also beim Hochladen mache ich es immer so. Bevor ich zu Bett gehe, schmeiße ich noch ein Part hoch. Den mache ich gleich auch veröffentlichen. Und mitten in der Nacht soll mein PC machen, was er will. Und dann, wenn ich aufstehe, dann ist das letzte Video sowieso schon seit 5 Stunden manchmal oben und so. Dann rendere ich gleich den nächsten Part und lade auch schon parallel einen anderen Part hoch, weißt? Und so immer mit einem Abstand von, weiß ich nicht, 5, 6 Stunden ab und zu mal mache ich da die Videos hin. Aber in Zeitplan, ich weiß nicht, das wird schwierig bei mir. Das stimmt schon. Bei dir ist es ein bisschen schwierig. Ich meine, du sollst ja selber auch Spaß machen. Wenn es keinen Spaß machen würde, würdest du keine Videos machen. Ja, genau. Aber ja, wie gesagt, das ist eben jedem das seine, wie er damit zurechtkommt. Du, man sollte es selber nicht unter Druck setzen. Damit musst du aufhören, dich unter Druck zu setzen, weil sonst wird es irgendwann Banane. Also ich muss Kommst du ganz dann ehrlich, genau ins Gegenteil. sagen, ich bin also unter Druck gesetzt bin ich jetzt noch lange nicht. Ich glaube, das wird noch ein Weilchen dauern, bis das soweit kommt. Wahrscheinlich erst dann, wenn ich wieder anfange zu arbeiten. Weil mittlerweile bin ich so, ist es bei mir so, dass ich versuche, mich umzuorientieren von LKW auf Kfz. Weshalb und so erwähne ich in, ich glaube, Part 29 oder 28 von ETS 2. Kommen ja auch bald hoch. Muss mal gucken, ich glaube 27 habe ich gerade eben hochgeladen. So kriegt man die Nicht Leute auch schlecht. zum Zuschauen. Guter Trick. Nö, wieso, kann er doch ruhig machen? Ist da alles, Ich habe jetzt alles gut. überhaupt nicht abwertend gemeint, das war einfach nur mal so bemerkt. Ja, also tatsächlich, Part Übrigens, 27 ist mittlerweile seit einer Stunde schon oben, habe ich gar nicht gemerkt. ja, bei der 50.000 Leitung wollte ich das auch nicht merken. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie groß deine fertig gerenderten Parts sind, ja? Aber wenn ich da so, ich mache jetzt ein Beispiel, ja? ETS 8, Part 28, nee, sagen wir 29, 29 auch schon fertig. Also, unbearbeitet ist mein Part jetzt 47,5 GB groß und nach dem Rendern habe ich immer noch, Moment, hier fast 5 GB. Boah. Und, Also meine ist schon Alter. brutal, ne? Komischerweise, das braucht dann, was sagt mir YouTube, immer so an die 210 Minuten ungefähr bei 5 GB. Das geht aber natürlich noch ein bisschen runter während dem Hochladen. Also ungefähr 3 Stunden dauert dann der Part, bis der oben ist. Alter, 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 da krieg ich Schnackenhaare, gehen wir bei mir hoch. Also, pass auf, bei mir ist in der Part ETS 2, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde, hängt meistens drauf an, sind bei mir groß Rohdatei, alleine nur die Rohdatei, so sagen wir mal bei 40 GB, in Dreiviertelstunde Dreiviertelstunde, bei mir sind sind 40. 23 Minuten so groß. Also Na, ich würde und. das mit DirectStory wirklich überlegen. Ich kann dir da sehr viel helfen. Also, das ist kein Problem, einstellungstechnisch und sowas. Weil es gibt da nämlich einen Codec für einen DxStory, der genutzt wird. Und der tut das Ganze sozusagen verlustfrei aufnehmen, aber tut es so clean wie möglich trotzdem hinkriegen. Es klappt nicht immer. Ich hatte auch schon mal Parts gehabt, gerade von anderen, aber nur Computerspielen, die sind so über 100 GB gewesen. Also, hatte ich auch schon. Das kommt auch mal Aber. an, Pass auf, 40 GB rum oder 45 GB, eine Dreiviertelstunde Port ja. von ETS 2 und nach dem Rendern, halte ich fest, nach dem Rendern ist die Dreiviertelstunde maximal so bei 1,1 GB. Alter, da könnte ich ja 10 Folgen pro Tag mit hochladen, ohne Scheiß. Warte mal jetzt, ohne Witz, mit was renderst du? Also ich rendere zurzeit noch mit dem ganz anderen Programm, was kaum ein Let's Player kennt. Also kaum, So. ich sage nur kaum, weil das gar nicht so öffentlich immer angeprangert wurde. Ich habe es durch Zufall gefunden, durch Let's Play Forum hat es ihnen vorgestellt oder hat es mal so ein bisschen was darüber gebracht. Und zwar nennt sich das Video Mastering Works 5, habe ich zurzeit. Ich will mal noch die Stufe 6 holen, die ist jetzt neue, letztes vor ein paar Monaten rausgekommen, die neue Stufe. Da kannst du bis zu 4K rendern. Und das ist wie DxStory, nee Quatsch, nicht wie DxStory, wie MGUI, kennst du das?
Hab ich dir schon mal vorgeschlagen. War mir zu hoch. Das ja, ist auch ein bisschen kompliziert, aber wenn du immer Einstellungen hast, ist das eigentlich schweine easy. Aber das Video Mastering Works 5 oder 6, je nachdem, welches du holen würdest, ist im Endeffekt wie MIGUI, nur dass du dort wie bei Camtasia eine Schneidmöglichkeit hast und Bearbeitungsmöglichkeit hast, von den ganzen Spuren einfügen kannst und Bilder und schieß mich tot. Und dort, wie gesagt, da hast du ein paar super Templates vom Let's Play Forum eben, wie gesagt, hat eher schrägerecht ein paar Templates gemacht, bis zu 1080p. Ja. Müsste mittlerweile schon ein bisschen aktualisiert worden sein. Und dort kannst du rendern. Und ja, und das tut eigentlich nur nicht mit der Grafikkarte, weil mit der Grafikkarte rendern ist der größte Fehler, den ein Let's Player machen kann. Ich möchte jetzt kein irgendwo Diskussion anfangen irgendwo. Oh, ich bin schon vorbeigefahren, so ein Mist, ich muss wieder rumdrehen. Verdammt. Siehst du das? Ich quatsch. Und wie gesagt, Grafikkarten rendern, oh Gott, eine Maustelle, verdammter Mist. Ist eigentlich der größte Mist, den man machen kann. Jetzt hab ich damals auch gemacht mit Grafikkarte. Ich muss dazu sagen, die mit Grafikkarte rendern macht die Dateien auch verdammt groß und da kann es sogar passieren, dass es anfängt schwammig zu wirken, ne? Also regelrecht schwammig zu kommen, die ganzen Rendereien, und dauert übelst lange, weil die Grafikkarte regelrecht ausgelastet wird. Und wie gesagt, bei Mito Mastering Works 5 kannst du dir aussuchen, ob du mit Grafikkarte rendern willst oder ob du mit dem CPU rendern willst. Und ich tue selber mit CPU rendern, weil das wirklich, wie gesagt, 10-mal besser ist und da kommt auch die bessere Qualität raus. Ja, und dadurch genauso ist das, geht auf alle Fälle schneller und das werden auch die Parts nicht so groß, weil die Berechnung eben feiner ist. Ja, und also ich render mit Camtasia und auch mit CPU und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, nur halt, dass die Parts so mega groß sind, weißt du? Glaube ich dir. Ja, und das Problem habe ich nicht mehr. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, habe ich auch mal nach einer neuen Aufnahmemöglichkeit geguckt, weil ich weiß jetzt nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich habe ja ab und zu mal in meinen Let's Plays so mega Probleme mit der Performance, dass da die Framerate wirklich total einbricht. Und ich vermute einfach mal, dass es daran liegt, dass zu viel berechnete Pixel sozusagen auf der Festplatte gespeichert werden müssen und dadurch meine Festplatte ein bisschen überlastet ist oder so. Und da habe ich mich natürlich umgeguckt und habe dann herausgefunden, dass man jetzt über Nvidia-Grafikkarten auch aufzeichnen lassen kann mit diesem, weiß ich nicht, Shadowplay. Ja, genau, mit diesem Nvidia Experience oder wie der Kack heißt. Lass es. Hat funktioniert, ich hab's gelassen. Also, es hat schon funktioniert, aber es kam nicht das raus, was ich wollte. Und ich bin jetzt schon mittlerweile auf der Suche nach einem anderen Programm. Ich habe Derek Story vor wirklich damals, wo ich noch Let's Played habe, vor 2 Jahren, da habe ich das auch mal probiert, aber ich war irgendwie damit nicht zufrieden. Ich weiß jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr warum. Ich müsste es einfach nochmal ausprobieren. Ist ja, wie gesagt, kein Problem. Derek Story ist eben in der Testversion leider nicht so gut. Sag ich doch gleich, wie es ist. Also, Testversion ist wirklich ein bisschen mies gemacht. Also, man wird da leider ein bisschen dazu gezwungen, dann die Vollversion zu kaufen. Aber bei DX Story gibt es einen gewissen Codec, der nennt sich Lagerit Lossless Codec. Der ist kostenlos, kannst du runterladen und installieren und den kannst du dann im DX Story auswählen. Und dann tust du noch 2 Häkchen setzen in dem ganzen Dinge und schon kannst du eigentlich loslegen mit aufnehmen. Okay. Und dann, wie gesagt, ich finde eben das praktisch, ich habe immer eins gesucht in Aufnahmeprogrammen, was übrigens, was eben, wo du dann Ordner angeben kannst, wo es hingespielt werden soll, weißt du, weil wenn du mehrere Let's Plays am Tag machst, musst du jedes Mal, weiß ich nicht, neuen Ordner auswählen oder keine Ahnung, und das habe ich eben immer gehasst bei Fraps, und das hast du bei DXStory nicht mehr, da machst du eben aus dem Ordner halt ein Häkchen raus, also ich zum ETS mache ich eben ein Häkchen raus und mache zum Beispiel dann bei Minecraft ein Häkchen rein, bei dem Ordner, den ich schon vorher mal erstellt hatte, vor langer Zeit, und da tut es dann eben dann im Minecraft-Ordner aufnehmen, weißt du, und so habe ich alles halt getrennt, Part für Part, und so kannst du hintereinander einmal frei aufnehmen, muss eben dann nur die Häkchen umsetzen, und wie gesagt, ich kann eben dadurch, dass ich ja auch die Audio-Cable, virtuellen Audio-Cable nutze,
Kannst du dadurch auch deine Soundspuren von Mikrofonen, ist ja sowieso einzeln, das kannst du gar nicht anders machen. Dann kannst du zum Beispiel von deinem Ingame-Sound kannst du einzeln machen, dann kannst du zum Beispiel, wenn du noch Musik spielen willst, in deinem Metaplayer oder je nachdem, kannst du noch einzeln ansteuern. Und das kannst du alles in dem DX-Story so dann die Ausgabedateien also angeben und tust dann dementsprechend auch noch so umstellen, halt auf